Das Programm ist so gegliedert, dass der Kandidat erstmal draußen im Feld ist, 18 bis 24 Monate, und dann Erfahrung direkt beim Kunden sammelt, im Außendienst als Ingenieur und schließlich zu mir ins Produktmanagement wechselt. Um dann mit den gewonnenen Erfahrungen die Themen weiterzuentwickeln auf einer strategischen Ebene. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Bauingenieure bei uns im Team haben, die uns helfen, bessere Softwarelösungen, bessere technische Datenblätter zu entwickeln, die wichtig sind für Bauingenieure. Ich betreue alle Planer im Großraum München. Ich wollte einen Beruf, der sowohl im Büro als auch draußen auf der Baustelle stattfindet. Meine Kunden, die sind im Bau- und Stahlmetallbereich unterwegs. Das Tagesgeschäft sind Konstruktionen im Hoch- und Ingenieurbau. Und dort gibt es verschiedenste Herausforderungen. Hier darf ich die Kunden einfach zu ihren technischen Fragestellungen beraten und gemeinsam mit dem Kunden Lösungen finden, die sie produktiver machen. In dem Programm Direkteinstieg für Ingenieure definieren wir mit dem Absolvierenden oder der Absolventin die nächsten Schritte. Kolleginnen und Kollegen aus diesem Programm begleite ich persönlich im Rahmen von Coachings, arbeite mit ihnen an Visionen, an zukünftigen Aufgaben und bereite sie damit auf den nächsten Schritt in die Geschäftsfeldentwicklung vor. Also Ingenieure bei uns wollen vor allem die Zukunft verändern. Das sind Leute, die gerne kommunizieren, die in den Gesprächen herausfinden, wo es heute schwierig ist und sich gut mit ihrem Fachwissen einbinden könnten, was können wir für morgen verändern. Bauingenieure bei mir im Team sind Produktmanager für Softwarelösungen oder für Produkte wie Dübelsysteme, Brandschutz, Installationssysteme. Mein Team ist dafür verantwortlich, im Bereich der Befestigungstechnik, der Installationstechnik und des Brandschutzes neue Produktinnovationen in den Markt einzuführen. Der zweite große Teil, in dem mein Team arbeitet, ist ganz nah am Kunden und im Markt zu sein. Es gibt den Ingenieuren einerseits die Chance, ihr tiefes technisches Fachwissen weiter zu behalten und zu vertiefen, aber mit neuen Elementen zu kombinieren und sich so sowohl persönlich als auch fachlich weiterzuentwickeln. Hilti ist auf Innovationen gebaut und unser gesamtes Setup lebt letzten Endes von der Forschung, Entwicklung und dem Kundenkontakt. Und der Ingenieur steht da genau zwischendrin. Wenn wir dem Kunden weiterhelfen wollen, müssen wir die auch technisch verstehen. Und das ist auch, was uns so spannend für Ingenieure macht, hier zum Beispiel im Bereich technisches Produktmanagement zu arbeiten. Wir brauchen eigentlich speziell Ingenieure für diese Aufgabe, ja? Weil nur dort bekommen wir die Bündelung aus Fachwissen und diesem Willen, frei zu denken, Neues zu schaffen, dieser klassische Ingenieursansatz, tatsächlich Dinge zu verändern, ja? Die Zukunft zu verändern.